Was geht ab und willkommen zum weiteren Video. Wir sind mittlerweile in Most, Tschechien angekommen. Einer meiner, ja, ich würde schon sagen, Lieblingsstrecken. Ich habe da wirklich meine meisten Rennstreckenkilometer gesammelt. Bin auch schon mittlerweile zweimal dort gestürzt. Früher mit der SC57. Habe auf jeden Fall ziemlich viel Spaß gehabt auf der Strecke und kenne sie eigentlich schon auch in- und auswendig. Wir sind gespannt, was sich alles so im Rennen fabrizieren kann. Für alle, die das große Hauptvideo quasi noch nicht gesehen haben, checkt das auf jeden Fall mal aus. Das habe ich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und ich würde sagen, los geht's. So, es geht los. Hier nochmal ein Check-up mit meinem Dad, der war auch mal am Start. Bin hier in der Box mit Paul Fröde und Max Riebe, für alle, die sich wundern. Es herrscht immer generell Boxenknappheit, deswegen müssen wir uns immer quasi in eine Box zusammenschließen, aber das klappt eigentlich immer ganz gut. Es geht raus in die erste InLab und dann in den Pre-Start. So, ihr seht schon, ich bin von Platz 7 gestartet, hatte ein ziemlich gutes Qualifying, wie gesagt, könnt ihr die Hauptvideos nochmal dazu anschauen und ja, war relativ weit vorne, sehr ungewohnt. Ich muss jetzt eigentlich nur noch den Start machen. Ja. Start, wie ihr gesehen habt, ich habe ein bisschen verpennt, war zwar bloß der Vorstart, aber dennoch, ja, das geht immer ziemlich schnell, wenn die Flagge quasi schwenken. Ich schaue meistens immer auf die Ampel, aber Pre-Start ist quasi immer mit der Flagge. So, es geht wieder in die Startaufstellung. Habe hier nochmal kurz meine Bremsen getestet, hinter mir auch Tommy und ja, ihr seht schon, Rico, 2 Plätze hinter mir. Und der wird gerade weggeschickt, dass er auf dem falschen Platz steht, weil ich auf Rico Löwe seinem Platz stehe. Und der sagt mir hier ganz nett und freundlich, hier, du musst weiter vor, du stehst auf dem falschen Platz, also du stehst auf meinen Platz. Und ich bin dann erstmal weiter vorgefahren. Kann auch passieren im Eifer des Renngeschehens. Es geht los, die Ampel leuchtet rot und... Der Start war eigentlich ganz ordentlich. Kann man sich wirklich nicht beschweren. Bin gut auf jeden Fall vom Fleck gekommen. An der Seite von Dominik Blersch hier hinten passiert leider, ja, dieses Unglück. Es ist Marc Ruber etwas zu ambitioniert in die erste Kurve reingefahren. Das ist immer so eine Sache in Most. Es geht hier mit sehr vielen Fahrern erstmal in die erste Rechtskurve und es wird natürlich in der Kurve immer sehr eng. Er hat noch gesagt zu mir, er hat sich da ein bisschen verschätzt, hat da leider wirklich insgesamt 3 Leute mitgenommen. Denen geht es aber alle gut. Ihr seht schon, jeder war ein bisschen verwirrt, wer überhaupt wen abgeschossen hat. Hat sich dann letztendlich in meinem Video ein bisschen aufgeklärt. Aber das war auf jeden Fall nicht ohne. Dann gab es erstmal Red Flag, weil natürlich mussten die Jungs da erstmal aus dem Weg gekarrt werden. Wir sind wieder zurück in die Box gefahren. Dort natürlich gleich erstmal Reifenwärme angesteckt. Das ist auch immer wieder ziemlich cool, weil wenn du quasi eine Box irgendwie ergattern kannst, kannst du quasi auch gleich vorne dran stehen bleiben. Die anderen Jungs müssten da sich natürlich auch vor Boxen gestellt haben. Aber das ist schon mal auf jeden Fall ja, eine ziemlich coole Sache. Hier nochmal ein kleines Interview mit Marcel. Und da wurde uns auch quasi schon gesagt, okay, in 2 Minuten ist die Boxengasse wieder auf und es geht wieder weiter. Es sind aber natürlich nicht mehr 11 Runden, dadurch, dass wir so viel Zeit verloren, ist natürlich alles ein bisschen geschnitten, Zeit verloren haben, sind es nur noch 7 Runden, was mir natürlich zugute kommt, weil ich natürlich nicht unbedingt so gut bin in der Kondition. Von daher geht es nochmal los mit 7 Runden. Launch Control rein und ab geht die Post. Ich hatte einen super geilen Start hier genau neben Moritz Jenkner. Den kann ich mir auf jeden Fall noch schnappen. Bin hier auf der 6. Position und kann hier gerade noch ziemlich gut mitmischen. Was aber wirklich eklig war, ich hatte natürlich auch immer das Gefühl, oh, hoffentlich räumt mich jetzt irgendwie keiner von hinten ab, weil es ja eben gerade noch passiert ist. Hier neben mir Rico Löwe, den packe ich auch noch am Ausgang. Und ja, dann geht es erstmal schön in die lange Links. Ist eine sehr, sehr schnelle Links hier in Most. Wer da schon mal gefahren ist, weiß da auf jeden Fall Bescheid. Und ja, es fühlt sich auf jeden Fall schon mal gut an, in den ganzen Getümmel mitzufahren. Und da Rico Löwe setzt sich gleich mal hier rechts neben mich und kriegt natürlich somit auch die bessere Linie. Bleibt innen, ich lasse mich rausdrängen. Hat das super gemacht, ein super geiles Überholmanöver, würde ich fast sagen. Ich bin da wieder zu weit ausgeschert und kann sich so auf jeden Fall erstmal an mir vorbeisetzen. Hinter mir auch gleich Gengelbach, der ist natürlich ganz stark, musste von ganz hinten starten und hat, glaube ich, innerhalb von 5, 6 Kurven hier, glaube ich, das halbe Fahrerfeld überholt, inklusive natürlich auch mir. Er müsste jetzt auch gerade, Tabellenführender sein und pflügt hier nur so durchs Feld und kann sich dann natürlich durch viele behaupten. So, wer jetzt das ganze Video ohne mein Geplapper sehen will, ohne ungeschnittene Szenen, der checkt einfach mal meinen Zweitkanal aus, da gibt es die Videos in voller Länge. Hier rase ich dann auch schon an Rico Löwe wieder vorbei, hat einen Ticken besseren Ausgang, muss aber auch sagen, die Honda läuft einfach gut, kann mich hier an, Dominik Blersch auch noch vorbeisetzen. In der Schikane, gehe einfach innen rein, stelle mich da im Weg. Er versucht sich aber da nochmal gleich dagegen zu halten. Da wurde es auch nochmal ziemlich eng, habe ich natürlich beim Fahren gar nicht so mitbekommen. Und dann auch noch an Johann Flammern vorbei. Das war mir in dem Moment ehrlich gesagt noch gar nicht so bewusst, wie gut das ganze Manöver eigentlich war, weil habe ich wirklich erst danach realisiert, dass ich in dem Moment wirklich 3 Fahrer überholt habe. Bin quasi vom 7. Platz auf den 4. gefahren. So, raus beschleunigen, ihr seht schon, das Hinterrad arbeitet. Johann Flammern hier direkt dicht hinter mir an meinem Hinterrad und macht ja auch gleich das erste Überholmanöver in der Senke unten vorm Matador. Kann sich hier kurzzeitig vor mir setzen, aber ich kriege natürlich den besseren Ausgang hier, weil ich die schöne Linie fahren kann. Und hier hinter mir habe ich auch noch gesehen, setzt sich Dominik Blersch hier auch nochmal durch gegen Johann Flammern. So, Dominik will sich hier an mir vorbeibremsen, aber hat sich ein bisschen überschätzt. Das kann natürlich einfach mal passieren. Er hat natürlich versucht, mich zu überholen, hat aber doch gemerkt, oh, das wird ein bisschen zu spät. Geht in Most hier ganz gut und geht dann einfach weit, aber sein Rennen ist natürlich hiermit gelaufen. Vor mir Felix Klink, ihr seht schon, ich komme immer wieder richtig nah ran. Ich warte jetzt einfach nur auf einen Fehler, beziehungsweise versuche irgendwo jetzt bei ihm reinzustechen. So, ich bin dran und ich bin wirklich heiß drauf. Ich merke, hey, vielleicht kann ich es wirklich nur schaffen. Es sind nur 7 Runden, die müsste ich eigentlich durchhalten und irgendwo muss auf jeden Fall hier noch eine Lücke aufgehen. So, es geht wieder auf Start und Ziel, bekommen die leider hier nicht so gut, kommen ein bisschen weit raus, verlieren ein bisschen Zeit beim Rausbeschleunigen, drehe mich auch nochmal kurz um, weil ich irgendwie gucken wollte, wo sind eigentlich die anderen zwei, die müssen sehr nah direkt hinter mir sein, waren sie auch bloß auf der anderen Seite, ich habe mich nach links umgedreht und so, an der Stelle merke ich immer, laufe ich sehr stark auf an Felix, reicht aber immer noch nicht zum Überholen. So, und hier kommt das erste Manöver von Moritz Jenkner. Setzt sich hier in der Schikane neben mich, aber ich kann ihn wirklich hier nochmal ein bisschen ausbeschleunigen und bleib aber noch 4. Platz. Das war wirklich gar nicht so ohne. Hat er wieder super gemacht. Er ist ein richtiger geborener Rennfahrer hier und setzt sich da einfach neben mich. Aber konnte hier wieder die bessere Linie fahren und dadurch hatte ich beim Rausbeschleunigen wieder die besseren Karten. So, der nächste Angriff von Moritz Jenkner setzt sich hier an der Senke vor mich und kann das auch halten. Ich weiß nicht wieso, mich haben dort so viele Leute überholt. Ich konnte einfach die Linie nicht so fahren wie die anderen. Das habe ich einfach gemerkt, so arg ich das auch wollte. Aber ich musste da immer sehr weit ausholen, habt ihr auch im Video gesehen, sehr weit links fahren, um die Senke hier ordentlich zu bekommen. So, Johann wieder ordentlich am Rudern hier hinter mir, versucht jetzt seinen Angriff, oh, hier auch ein kleiner Schlenker von mir, versucht seinen Angriff jetzt auf der Geraden, Kawasaki gegen Honda und ja, ihr seht selbst, Honda läuft wirklich sehr, sehr gut. So, jetzt kommt wieder meine, ja, ich sag mal, Hasspassage. Ich weiß nicht wieso, aber mich konnten da so locker die ganzen Leute überholen, haben sich einfach innen reingesetzt und ja, ich konnte die Kurve gefühlt nicht anders fahren, aber ich habe gemerkt, die anderen haben sich einfach innen reingestellt und konnten mich da relativ locker auf jeden Fall überholen. So, und dann ist jetzt noch Rico Löwe hinter mir, kann mich auch hier ausbremsen an der Start- und Ziel. Hat mich ehrlich gesagt selber ein bisschen gewundert, weil ich eigentlich immer dachte, ich bin relativ stark auf der Bremse. Aber da hat er es einfach gut gemacht, hat mich hier ausgebremst und kann sich hier vor mich setzen. Das ist die letzte Runde, ich habe das jetzt auch mal gesehen und versuche hier nochmal alles irgendwie dagegen zu halten, gegen Rico. Ich weiß, der Kerl ist auf jeden Fall gewitzt, der weiß, wie man was macht, ist schon sehr lange in den ganzen Rennen geschehen. Ich versuche immer mehr dran zu denken, dass ich jetzt nicht ideal Linie fahren kann, sondern einfach alle Ecken zumachen muss, wo er denn irgendwo reinstechen könnte. Hier hatte ich schon Angst in der Senke, wo mich wirklich viele überholt haben, aber es ging nicht anders. Ich musste hier wieder ausholen. Rico ist da auch nicht reingestochen, aber zu meiner Schrecken ist er dann wirklich an der Kurve am Matador hier innen reingegangen. Hab mich wirklich gefragt, wie er das geschafft hat, aber irgendwie ging es. Es sind wirklich an den Tagen sehr viele übers Vorderrad nach dem Matador gestürzt. Also das war so ein bisschen eine heikle Stelle. Viele Vorderradstürze und ich habe da auch schon Angst gehabt, dass ich da mal übers Vorderrad abschmiere. Es geht auf die letzten 2 Kurven zu. Ich versuche hier nochmal ein bisschen anzugreifen, aber es hat nicht geklappt. Ihr habt auch gesehen, mein Hinterreifen war ordentlich am Schmieren. Also ich hatte wirklich ein bisschen Gripprobleme. Es war sehr heiß an dem Tag. Es geht auf Platz 7 ins Ziel. Hab dann aber danach feststellen müssen, dass Rico Löwe eine Zeitstrafe bekommen hat von 10 Sekunden. Und das hieß ja, ich bin eigentlich auf Platz 6. Kam mir in dem Fall zugute. Habe ich da noch gar nicht so geschnallt. Ich glaube, er hatte einen Frühstart. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall 10 Sekunden Penalty. Und damit war ich dann auf Platz 6. Ich war wirklich auch sehr zufrieden, muss ich sagen. Most ist meine Hausstrecke, aber die Jungs sind hier auf jeden Fall alle sehr, sehr stark. Sind alle sehr gut unterwegs. Und hatte da ein bisschen Glück, dass ich natürlich ja nur 7 Runden jetzt zu fahren waren. Und war nicht ganz so ein Ausdauerrennen, wie es sonst immer ist. Ich meine, 11 Runden sind auch kein Ausdauerrennen, aber für mich ist es auf jeden Fall sehr anstrengend, gerade bei der Hitze. Hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Mit einer meiner besten Rennen im Trocknen hat er meinen zweiten Platz im Regen sonst gehabt in Oschersleben. Von daher war ich selber überrascht, dass ich im Trocknen auf jeden Fall auch so gut mithalten konnte. Ich würde sagen, ich schreibe mal in die Kommentare, gibt es noch irgendwas zu verbessern? Wollt ihr noch irgendwas anderes sehen? Irgendwelche anderen Kameraperspektiven? Habe jetzt eigentlich fast alles mit reingebaut, was ich so finden kann, außer natürlich die Aufnahmen von Marcel, sprich die großen Aufnahmen von meinem Cutter, die quasi auf meinem Hauptkanal auch noch liegen. Schaut das gerne mal an, es steckt wirklich sehr, sehr viel Arbeit drin, hat so ein bisschen was von Netflix-Doku-Vibes, würde mich auf jeden Fall freuen und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Peace.